Willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Heute mal auf einer schnellen Spur, ne, Robby? Ja, auf der A7 Richtung Norden von Kassel aus, weil wir machen heute einen Mini Paradise Roadtrip Talk. Richtig. Wir Suchtis fahren natürlich nach Göttingen heute. Mal gucken. 1. Juni, 10 Uhr haben wir. Wir Suchtis wollen natürlich die Minis haben, ne? Das ist wie absolut immer. Richtig. So wir alten Sammler. Schön bei eBay verkloppen, ne? Nein, natürlich nicht. Hinten das Auto ist natürlich auch voll, die Community ist natürlich mit. Und Manu und sieht man hier. Servus, der gute Servus. Marius. Ja, Robert. Tja. Geiles Wetter heute, ne? Richtig cooles Wetter. Dann wir wollten die Zeit mal nutzen, um ein bisschen mit euch zu quatschen, weil ja, euch auch mal zu zeigen oder zu erzählen, dass wir natürlich auch nicht nur in unserem kleinen Lädchen ständig versauern oder unsere Turniere ausrichten, sondern dass wir auch mal ein bisschen links und rechts gucken und auch mal in einen anderen Laden fahren, also in GW-Store sogar. Richtig. Und ich glaube, da ist so auch die ein oder andere Person von GW selbst da. Genau. Unser Geschäftskunden. Oh, der ist auch da? Ich glaube, der ist auch da. Also irgendwer war da auf jeden Fall. Genau, wir probieren auch mit der Ladenleiterin ein kleines Interview zu machen. Echt? Wenn sie Bock hat. Probieren wir das? Ja, ich probiere das mal. Okay. Vielleicht hat sie Bock und dann machen wir das. Ach so, wir wollen die Kamera mit reinnehmen. Ja, klar. Das wusste ich nicht. Aber das ist ja spontan, ne? Dann machen wir das halt mal. Ja, heute ist sowieso ein langer Tag. Heute kommen noch zwei Gäste. Ja, der gute Ergün, der Alexander. Und jetzt, dessen Namen habe ich leider vergessen, der Fahrer. Mega nette Jungs. Ja. Aber ich habe es mit Namen sowieso nicht so. Also das ist, muss man nicht zu ernst nehmen. Das stimmt, meinen vergisst auch manchmal. Auch Marcel, das ist kein Problem. Ja, wenn du zu spät kommst, sage ich Marcel zu dir. Oder wenn du nicht tragen hilfst. Das stimmt. Ja, nein. Die kommen heute, bringen schön 3000 Punkte Orks mit. Und dann werde ich mit dem Dennis und dem Tim zusammen mal mit den beiden Jungs spielen. Weil heute ist nicht gegeneinander. Wir machen so Bier und Brezel, Tabletop-Abend. Ja, wird cool. Und das stimmt, es wird auf jeden Fall eine lange Nacht, schätze ich mal. Das kannst du laut sagen. Ja, wenn die Orks mitbringen, dann können die gleichen Kehrbesen mitnehmen, um die Welt zu bewegen. Ne? Das stimmt. Und nächste Woche, glaube ich, ja, nächste Woche Freitag kommt der Nino schon zu Gast. Nino kommt ja auch da oben, die Ecke, wo wir jetzt hinfahren. Vielleicht ist der ja auch da. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht einen oder anderen vom bekannten Gesicht sehen. Ne? Das wäre witzig, ja. Und Nino und ich machen dann nämlich endlich die 40k-Kampagne weiter. Die wird viel geiler als die letzte noch. Also ich habe mich schön hingesetzt und Story geschrieben und so. Also das macht echt Bock. So als kleinen, sage ich mal, als kleine Alternative zu diesem kompetitiven Spielen, was wir ja momentan machen. Das ist ganz cool. Das stimmt. Und wenn du aufhörst heute Nacht oder morgen früh mit Paradise, geht es gleich um 9 Uhr weiter in Paradise mit dem AOS-Rundlauf. Also haben wir halt wirklich 24-7 am Morgen. Das ist richtig krasses. Ja. Ja. Was sagst du zu den Kontrastfahren? Wir haben uns ja eben schon kurz drüber unterhalten, ne? Mit euch beiden da hinten. Also wir haben auch einen im Auto sitzen, für den wird das eine absolute Revolution werden. Das stimmt. Neues Jahrhundert beginnt bei ihm im Tabletop, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht bekommt er dann auch wirklich mal eine Armee fertig bemalt. Pre-painted. Ja, und nicht nur grundiert und irgendwelche Shades drüber geklatscht. Deswegen, das ist ein Traum für ihn, das hat er sich immer gewünscht und jetzt kommt das natürlich auch. Ja, genau. Ja, und Manu freut sich nicht so, ne? Nee, also ich bin da ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß nicht, ob das was taugt. Ich habe keine Ahnung, für einen normalen Tabletop-Standard wird das vielleicht reichen, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Ich muss das erstmal angucken. Ich bin halt, was heißt begnadeter Maler, aber ich habe ein ganz gutes Niveau mir angeeignet auf über die Fall. Jahre. Und bei Manu muss man halt. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Genau. Ist halt unser Airbrush-Experte auch und für richtig gute Maler würde ich sagen, ist das vielleicht eine Alternative, aber das wird nicht das Haupt sein, schätze ich mal. Also die werden. Von Manu kommen ja ganz viele andere normalen Farben, neue. Da ich bin gespannt. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall, also ich freue mich mega darauf, weil mein persönlicher Malanspruch ist in den letzten, wie lange spiele ich jetzt wieder? 1,5, 2 Jahre, ist von Woche zu Woche eigentlich konstant gesunken. Das entsprechend geht es jetzt nur noch darum. Stimmt, dein Stormcast ist natürlich jetzt der Super-Gau. Ja, das war ja nur ein Spaß. Ja, ja. Komm, dann erzähl's mal, wie der aussieht. Also Base top wie immer beim Robert. Aber ja. Ich würde sagen, die Figur sieht aus wie von Marius gemalt. Schwarz und grau, gebürstet, Feierabend, schicket. So wie wir in Nordhessen sagen, schicket. Ja, aber es ist mittlerweile geht es halt darum, Minis möglichst schnell fertig zu kriegen. Ja, das ist auch wichtig. Wenn ich jetzt an so Massenarmeen denke, irgendwie wie Astra Militarum oder jetzt auch Silvanet, obwohl
ja, da geht es bei denen mit meinem Bemalschema oder wenn ich jetzt mal die Seraphon weitermachen will mit den scheiß Kings oder was auch immer, da hast du einfach keinen Bock mehr, wenn du 60 so Viecher anmalen musst, da könnte ich einfach nur kotzen. Das macht keinen Spaß und deswegen hoffe ich, dass die Kontrastpaints da echt eine, ja, irgendwie so eine kleine Revolution bieten. Das Problem ist, man muss immer noch mit dem Pinsel da drauf, überall drüber gehen. Also, aber es geht schneller. Ja, mal gucken, ich werd mir so einen Topf mal basteln, da werde ich dir einfach mal versuchen, so reinzutauchen. Vielleicht geht's ja. Richtig. Und am 11. Juni, da machen wir unser erstes Video zu den Kontrastfarben. Ich dachte, jetzt am 14. wollten wir das machen. Was ist der 14.? 14. Ach nee, am 14. Sorry, 14. Juni. Erstes Video, machen wir die ersten Eindrücke mit Video live, wie wir die Kontrastfarben benutzen, mal ganz Minis viele, anmalen. Ganz viele verschiedene Minis. Also richtig, wir zwei machen das. Nils kommt noch, Kai, wenn er Zeit hat, wollte vorbeikommen. Ja. Und dann werden wir mal ein paar Minis malen. Große AOS-Miniaturen, kleine AOS-Miniaturen, 40K, Panzer, was weiß ich. Minis, alles mag wer durch. Ja, können auch mal ein Gebäude testen. Würde vielleicht auch gehen. So eine Ruine haben wir ja auch noch gut da rumliegen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil das wurde noch gar nicht gezeigt. Ja. Probieren wir alles aus. Das gleiche gibt es dann am 17. nochmal mit einem Beger. Beger hat auch Bock, der wollte mit mir die Farben testen und dann machen wir ein zweites Video. Ja, cool. Dann verschaffen wir uns mal einen Eindruck davon, weil man sieht natürlich viel jetzt aktuell im Internet schon, YouTube, aber ja, weiß sieht schon vielversprechend aus. Sind aber auch viele Leute dabei, die wirklich auch auf einem echt hohen Niveau malen und vor allem auch irgendwie schon Profis da sind. Und bei uns, wir haben ja den einen oder anderen Typen, der ja nicht so geil malt, deswegen so mal vom Fußvolk getestet, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, neues Silvernet Battletome hat sich ein bisschen verschoben, war ja ein bisschen voreilig von uns. Ne? Kommt das jetzt endlich heute mal oder? Nee, heute wird das glaube ich nicht. Oder morgen vielleicht Community Page, weil. Ach, morgen ist ja schon wieder Sonntag. Ja. Sonntag 19 Uhr, ne? Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt es ja morgen, ich bin auch weiter gespannt. Zu den Leaks, hast du ein bisschen was durchgelesen zu den Leaks? Also so geringfügig, ne? Auf jeden Fall das mit dem Durtu. Ja, das wird gut. Das wird, also ich glaube, der punktemäßig runter und. Attackenmäßig hoch, geht ganz schön, also ich glaube, ja. Ariel haben sie ein bisschen verändert, der Auto-Heal ist ja nicht mehr da von ihr, Befehlsfähigkeit ist jetzt mehrmals nutzbar, nicht mehr einmal pro Spiel. Auch cool, ne? Ja, auch cool. Nee, nicht der Käfer, der, du konntest ja einmal heilen, die konnte ja 2D3 heilen, jetzt ist nur noch einmal D3. Ich mag das Modell trotzdem nicht. Echt nicht, das mögen viele nicht. Habe ich schon von mehreren gehört, dass es nicht... Deswegen habe ich mich für Nagash entschieden. Tut mir leid, Leute. Ja. Ich werde es aber irgendwie, also ich werde es mir auch trotzdem holen und versuche die halt, also ich scheue mich immer noch davor, weil die halt so verbrannt aussehen muss und die muss halt auch mal gut aussehen. Aber gut, mal gucken, jetzt ist aber 60 Punkte teurer geworden, ne? Richtig, 60 Punkte teurer. Das wird... Also ich glaube, dass sie nicht mehr so die Nummer 1 ist, was sie vorher auch war. Mhm. Genauso wie der Tree Lord Engine ist auch kein Muss mehr in meinen Augen. Ja, wegen dem auf 4 plus Wälder zurückholen können ja jetzt, oder Wälder beschwören können ja jetzt. Kann jetzt jeder. Genau, also das war immer der Hauptgrund, richtig. Wenn ich als Rookie mir so eine Liste gebaut habe, dann dachte ich mir, oh, verdammt, du musst jetzt die 300 Punkte da investieren, musst den mitnehmen wegen den blöden Wälder. Wälder beschwören, richtig. Ne? Ist jetzt nicht mehr so, also ist man auch nicht mehr so ganz gefestigt an den, also es wird richtig interessant. Ja, also ich denke, das verschiebt sich auch. Was denkst du, wie also wohin sich das verschiebt? Also was für Akkus wirklich jetzt oft benutzt werden? Oh, der neue, also ich sag mal, oder? Der neue ist, schätze ich mal, fast in jeder Armee-Pflicht. Also in jeder Liste. Weil der einfach mit dem, ich glaube, für 100 Punkte mit plus einer Attacke auf irgendeine Einheit, die Colored Hunters können sie unterstützen. Ich glaube schon, dass der sehr, sehr wichtig ist. Durtu, glaube ich, wird oft gespielt. Creature ist auf jeden Fall jetzt auch eine Alternative. Finde ich, das Modell finde ich halt auch. Die spiele ich so gerne mit diesen Flitter Flurries, weil dann kannst du ja eine Einheit wählen und dann machst du 20 Würfel statt 10. Ne? Ja, oder? Fast. Also es war ja vorher so, dass du mehrere Einheiten 10 Würfel auf die 6 plus eine tödliche. Ja. War ja vorher. Im Umkreis, ne? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Es ist jetzt nur noch eine Einheit. Aber auch 10 Würfel. Aber die machen trotzdem jetzt auch normalen Schaden, nicht nur noch tödliche. Also das ist dann 4 plus, 3 plus, minus 1, ein Schaden. Und 6er machen tödliche. Zusätzlich? Ja, du machst jetzt zusätzlichen Schaden. Das also ist nicht halt, mehr. Ach so, siehst du dann. Aber nur noch auf eine Einheit. Ja, gut. Und am Anfang würfelst du, ob sie hier entzornt ist oder enraged. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, die andere. Musst du das zwei verschiedene. Oder? Ja, das würfelst du.
dachte, es wählt so aus. Und das kann auch sein, dass es auswählt. Ich habe es nicht so super genau angeguckt. Mit Würfeln gelesen dabei. Also wenn du es aussuchst, ist ganz cool. Da kannst du entweder 20 Würfel im Fernkampf oder 20 Würfel im Nahkampf machen. Das ist ganz cool. Also die kann schon abgehen. Cool. Was ja, auch ganz cool geil ist, die bufft ja auch die Spite Revenants. Die werden jetzt auch, glaube ich, besser. Die sind von der Punktzahl ziemlich 60 Punkte. Ich glaube, 20 Stück 200 ist sehr, sehr günstig. Weil die auch keiner gespielt hat. Die haben 3 Attacken, 3 plus. 3 plus. Die sind jetzt auch in der neuen Box mit drin, ne? So viele. Ja, das kann schon sein. Und wenn du mit Reacher und Spite, die können die Woundwalls von 1 wiederholen, dann hast du 3 plus. Dann gibt es ein. Du kannst ja am Anfang so ein. Wie nennt man das? Wie so Wälder? Keine Ahnung. Gnarlwood, hier. Ach so, Winterleaf. Die Bataillone. Die Enklave, genau. Diese Enklave. Und da gibt es zum Beispiel Treffer von 1 wiederholen. Alle Winterleaf-Einheiten, jetzt mal angenommen als Beispiel, alle Winterleaf-Einheiten, da kannst du heute 3 plus 1er wiederholen, 3 plus 1er wiederholen, Rate minus 1, 1 Schaden. Ja. Wenn du so einen 20er Block spielst, das könnte schon reinhauen, ne? Die haben zwar auch nur ein Leben, aber das ist ja bei Witch Elf auch so. Wenn du so 60 Attacken hast mit 3 plus 1er wiederholen, 3 stimmt, plus 1er wiederholen. Da geht schon einiges. Zaubern gibt es halt ein cooles Artefakt zum Beispiel. Da kannst du 3d6 würfeln beim Zaubern und kannst einen daraus wegnehmen. Den beliebigen oder ja, was? Ja, das also ist sehr stark beim Zaubern. Das ist halt auch gerade gut gegen so Nagash oder was weiß ich. Ne? Ja. Weil da kriegst du ja eigentlich, oder rechnest du damit, dass du da auch nie einen Zauber durchkriegst. Wirklich, ja, ist ne? Sehr schwierig auf jeden Fall. Endloszauber gibt es zum Beispiel, dass du plus 2 oder 3 auf den Charge bekommst. Das ist halt auch geil. Dann ne? Schockst du aus dem Wälder mit dem Endless-Spell, kriegst du plus 2 oder plus 3 auf den Charge, hast du 6er Charge oder sowas. Ja, ne? Also 7, das ist schon gut, ne? Ja. Conrad Hunters Schwerter wurden natürlich auch besser gemacht mit den zusätzlichen tödlichen. Auf die 6 beim Verwunden ja. Irgendwas, ne? Ist halt schwierig, einen 6er Block, glaube ich, dran zu kriegen, weil sie nur 1 Zoll haben. Deswegen finde ich, sind die sicher mit 2 Zoll, wenn du einen 6er Block, finde ich immer noch. Ich mag aber D3 einfach nicht. Das ist mir richtig einfach zu unbeständig. Da finde ich zwar 2 Flat. Bin ich vollkommen deiner Meinung, Robert. Dass ich finde ich auch, D3 ist so ein zu viel Zufall in meinen Augen. Minus 1, minus 2, gut, das ist halt schon geil. Ja, das schlägt gut durch. Aus, ja. Mein Gott, minus 1 und 2 Flat ist schon, finde ich, beständiger irgendwie. Ja. Und so ein minus 1, gerade bei AOS, ich meine, da geht auf jeden Fall mal was durch. Ne? Also. Auf jeden Fall. Wäldermechanik haben sie auch ein bisschen was geändert. Allgemein die Wälder, hatten wir ja schon mal drüber gequatscht. Du kannst jetzt halt 3 bis 6 aufstellen in den ersten Mal. Das finde ich halt. Aber müssen dann alle wirklich aneinander stehen? Ja, das glaube ich ja. Das ist dann wie so eine ovale Schale, also wie so oval. Ja, könntest du so einen Stern bauen quasi, ne? Irgendwie. Oder müssen also jeder Wald braucht eine Berührung mit jedem anderen Wald. Weil, schätze ich ja. Das aber das geht so ja dann mit 6 gar nicht. Ja, doch, der Kreis wird größer. Ja gut, aber das wirst du aber auf den meisten Spielfeldern nicht. Das ist richtig. Das Problem ist, weil du jetzt auch Abstand vom Missionszielen 6 Zoll, glaube ich, haben musst. Mit den Wäldern? Ja. Und auch, glaube ich, 3 Zoll von anderem Gelände. Also es wird sehr, sehr schwierig. 3 Zoll? Ich weiß, ich bin mir nicht. Das ist alles nur, was ich so gelesen habe. Gerüchte, was ich jetzt aus dem Kopf sage. Ich meine schon 3 Zoll. Ja. Und. Das ist krass. Ja, das wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was ich einen krassen Nerf finde, ist, dass Rennen und Chargen durch den Wald war ja für meine 1 stoppt das Modell ein einzelnes, also Monster und Helden nicht. Ist jetzt nur noch ein Würfel auf die 6, kriegt die Einheit D3 tödlich. Also das ist ein krasser Nerf, finde ich. Das war ja das, was das so was ausgemacht die, genau. Hat. Genau. Deswegen, die Spielmechanik bei Silmarillion wird sich ein bisschen ändern. Aber viele freut es ja auch. Also mich gegen die. Bei Facebook genau. Und so sehe ich, die sind alle, die englischen oder die internationalen, was ich da lese, die sind nicht so zufrieden mit der Battletop. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube trotzdem, dass sie ziemlich weit oben trotzdem noch mitspielen. Man muss halt sich ein bisschen gedulden. Ist das so ein. Meinst du, das ist jetzt gut? Das sind jetzt alles Leaks und so, aber ja. Meinst du, das ist ein ähnlicher Kracher-Battletome wie jetzt, sage ich mal, Fireslayer oder Slaanesh, Korn? Das war ja auch, also als die kamen, hat jeder gesagt, boah, geil, krank. Ja, das stimmt. Ich glaube, da die ja schon ziemlich gut waren, wird es sich manche Mechaniken ändern, weil du jetzt vieles auch in Holy Within, also vollständig, das und die Wälder sind ein bisschen geschwächt, also ich glaube, sie sind ein bisschen schlechter geworden, aber trotzdem noch gut. Aber jetzt nicht, also gut, das sind ja jetzt alles Leaks, also man muss tatsächlich den Battletome erstmal lesen, um sich da wirklich ein Urteil darüber erlauben zu können, aber so vom Gefühl her, meinst du, sind die jetzt ja. Wieder ganz oben dabei oder eher so schwierig? Ne, ich glaube auf jeden Fall,
ganz oben, also in Top 5, glaube ich. Es ist schwierig zu sagen, also der Movement ist ja alles geblieben, diese Mobilität. Ja. Und das ist ja absolut ihre Stärke. Und ich glaube schon, dass die so Platz 6, 5, 6 auf jeden Fall sind. Mhm. Definitiv. Ja, ich sag mal so, wenn man sich dann wirklich komplett in die Reihen fuchst und jede Sache irgendwie kennt und auch mit einer Liste wirklich geübt ist, dann weiß man immer was. Ne? Glaube ich auch. Ja. Ich vermute ganz einfach, die werden sich ein bisschen aggressiver spielen lassen als sehr defensiv irgendwie. Ich glaube, das wird jetzt durch diesen ganzen Bonus-Attacken sonst irgendwie wieder zukommen. Ich glaube, die Listen werden aggressiver. Du wirst viel durch Schocken und aus dem Hinterhalt kommen lassen. Richtig. Als so eine kleine Guerilla-Armee, wie halt, keine Ahnung, die Waldelfen früher im alten Fantasy vielleicht waren. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr so defensiv spielen. Ja, stimmt. Also ich habe ja Silvanef immer defensiv gespielt. Genau. Ich glaube, dass es jetzt beide Spiele, also aggressive Spielen gibt, auch wie defensiv. Weil wenn du shoppen kannst und dann plus 2 oder 3 auf den Charge ist, das versucht schon, ne, aggressiv zu spielen. Deine Themenarmee auch ein bisschen anpassen mit verschiedenen Häusern, Clans, Sippen, was sie da haben. Da kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall. Also es ist sehr viel möglich. Bataillone bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind nicht so viele gute dabei, aber das läppert sich schon fast durch alle Battletoms, dass die Battalions ziemlich klein geworden sind, aber nicht mehr so ausschlaggebend sind, wie sie mal waren. Hm. Ja, mal gucken. Also, mal sehen. Ne? Das, weiß nicht. Also, ich finde es halt trotzdem immer noch schwierig, wenn man dann so betrachtet, dass es so viele Armeen gibt, die, wenn du die charge, dass du trotzdem nicht zuerst zuhauen darfst zum Teil. Und das finde ich halt immer so schwierig. Ja, aber die, zum Beispiel die Dodo-Fähigkeit war ja vorher, du würfelst zu Beginn der Nahkampfphase auf die 4+, kriegt dann minus ein Hit. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Das haben sie jetzt umgeändert. Da haben sie jetzt gemacht, auf die 4+, greift die Einheit als letztes an. Ah. Das ist ganz cool. Das ist auch wieder ganz cool, ja. Also da geht es in die andere Richtung. Da geht es nicht, wer als erstes angreift, sondern wer als letztes angreift. Das ist auch ganz cool. Ja, das ist gut. Und das ist, würde dann auch funktionieren, wenn du 2 Dotos im Kampf hast, oder was? Ja, du würfelst dann für jeden Doto eine Einheit in 3 Zoll auf die 4+, greift diese Einheit als letztes an. Das ist gut. Ja, das klingt gut. Ja. Ja, schauen wir mal. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Das ist die große Preisfrage, ne? Ja. General Cent bekommt er jetzt auch. Wir haben jetzt schon Juni. Irgendwann in den nächsten 4 Wochen. Ja. Da darf man mal gespannt sein, was da kommt. Dieser Leak, das ist, was ich jetzt, also dieses Moor Engine, also das interessiert mich auch mal mit diesen, wo man so 2, ich denke mal, Brüste sieht mit so einem Metallring und dann so 4 Riemen. Was war das? Das war jetzt, weiß ich, vor ein paar Tagen irgendwie. Und dann weiß nicht, was das für eine Figur ist. Ich bin echt mal gespannt. Kann ja auch 40k sein, das ist ja aber nicht nur MAOS. Weiß nicht. Mal sehen. Also schauen wir mal. Das dauert ja auch mal, bis das dann tatsächlich aufgelöst wird. Das kann bis zu 3-4 Monate dauern. Ja, ja. Also es gibt manche, die wirklich 3-4 Monate noch nicht gelöst worden sind. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, vor Göttingen jetzt gleich. Und da melden wir uns jetzt gleich nochmal vor dem GB-Store wieder. Genau. Würde ich sagen. Da sind wir wieder. Vom Shopping zu Ende. Robert, lieber Himmel. Völlig fertig. Wir konnten kein Interview machen. Also, erstmal, wir haben David gefragt und die Eike, die Store-Managerin, wir durften leider kein Interview machen mit denen. Ich habe extra nachgefragt, weil David meinte, sie sind nicht geschult für Interviews und durften wir leider nicht. Schade. Nicht geschult? Ja, so. Meinte er. Habe ich mal nachgefragt eben, okay. Aber leider durften wir nicht. Marius ist schon wieder eins am Würfeln hinten, der testet schon die neuen Würfel. Kannst jawohl. Du mal zeigen? Sind, die habe ich schon wieder eingepackt. Ja. Zeig doch mal unsere Errungenschaften. Ja, die Beute. Deine liegen ja alle im... Ja, dann musst du die, ne, musst du die rausholen. Hier, ich reiß dir mal nach vorne. Oh, schön. Lena. War wunderschön. Primaris Würfel. Captain mit Power Fist. Die tollen Würfel, GW-Würfel. Limitiert, haben natürlich alle zugeschlagen. Wir haben natürlich alle die über 60 Euro geschafft, damit wir die tollen Artworks. Ja, die sind wirklich super. Ja, dann zeig doch also mal. Die sind, zeig doch mal ein Foto. Ja, mach doch mal, die Leute wollen das vielleicht sehen. Ja, den auf Chaplain, jeden Fall. Den Chaplain habt ihr auch noch nicht gesehen. Siehst du? Den habe ich auch nicht. Den doch, haben wir auch nicht. Ich hab den noch 3, 4, 5 Mal. Ja, der Robert hat den oft genommen. So, hier. Ich mach so. Ich habe nur 2 Hände. Gott hat mir nur 2 Hände gegeben. Muss gucken, ob der fokussiert. Fokussiert er ja, Boys. Silvanef, ne? Dann haben wir hier Chaos Space Marines. Abaddon war da schön drauf. Jawohl. Was haben wir da? Das
flashig dagegen Deepin. Sehr schön. Schick, schön. Sind sehr schöne Bilder dabei. Und hier haben wir Mechanicum gegen. Was? Mechanicum? Ist das Jeansealer? Jeansealer, genau. Guck mal, was ich, wie ich vom Fach bin. Space Marine Terminator Chaplane. Wunderschönes Modell. Ja, wunderschön. Das fällt mir auch sehr gut. Ja, das Gewicht war ziemlich voll. Lieber Himmel. Oder? Es war echt heftig. Rammelte voll das Ding. Ja, und jetzt fahren wir was essen und fahren heim. Und Robert ruht sich jetzt ein bisschen aus, weil er hat ja heute Abend noch einen schönen großen Event. Ja, endlich. Endlich. Freue ich mich drauf. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo ich hier lang fahren muss. Ja, wir wollen jetzt noch gleich was essen. Robert muss sich ja ein bisschen stärken. Geradeaus. Der Kleine. Ja, das ist richtig. Und ich freue mich auf euch. Aber gut, das Video geht erst nach dem Battle Report hoch. Echt? Nachdem wir den gedreht haben. Wie soll ich denn das jetzt noch hochladen? Na klar, 24/7. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ich bin jetzt im Laden, ich kann das nicht hochladen. Ja, ich dachte, du machst das nebenbei, wenn du den Battle Report schneidest, lädst du den hoch. Ich habe doch das Intro gar nicht auf unserem Firmenrechner. Echt nicht? Nee. Oh. Das muss ich alles zu Hause machen. Oh, leider. Ja, das wird schon alles. Was meinst du? Ich habe natürlich auch schon ein paar Fans vor Ort getroffen. Ja, mega cool. Ja, wirklich. Grüße gehen an euch raus. Das war witzig, wenn man uns erkennt und mehr euch nicht kennen. Ja, richtig cool. Hat mir auch gefallen. Ja, ein paar haben auch geguckt, aber nichts gesagt. Aber weiß ich nicht, vielleicht haben uns ja noch mehr erkannt. Das stimmt. Also wenn ihr aus Göttingen kommt oder aus der Nähe, geht in diesen Store. Der ist wirklich, der hat einen riesen Auswahl an Figuren. Sehr muss man wirklich sagen. Es ist wirklich sehr alles nett da. Sehr nette Leute. Und vielleicht könnt ihr ja noch von den limitierten Miniaturen noch was abgreifen. Also die Würfel waren schon sehr knapp. Also ich war ja wirklich einer der Letzten, der noch welche was bekommen hat. Ja, also ich denke nicht, dass ihr noch was abgreifen könnt, weil das Video jetzt nicht am gleichen Tag hochgeht. Stimmt, ja. Aber du bist so ein Fuchs, du bist so schlau. Das ist wie vorhin, als ich mit den Leaks über Silvernet gesagt habe, dass es alles Leaks sind, obwohl der Codex ja schon komplett draußen, das Battletome komplett draußen ist. Wenn das Video hochgeht. Ist ja auch ein bisschen dumm. Nein, das wurde doch alles hier von den guten Praktikanten hochgeladen, aus Versehen, im App Store oder so, oder iTunes. Und entsprechend sind es ja gar keine Leaks mehr, sondern es ist ja bestätigt. Ne? Richtig. Weil ich immer von Leaks gesprochen habe, aber das stimmt ja gar nicht. Naja. Ich hatte die Hoffnung, dass die Silvernet einfach noch kranker werden. Meinst du? Nein, das geht schon nicht. Die waren schon gut genug und sind jetzt auch noch gut. Ja, aber Göttingen ist auf jeden Fall echt ein schnuckeliger kleiner Laden. Schön. Also so klein ist er auch gar nicht. Nee. Die haben sich auch echt Mühe gegeben mit dem Gelände, was sie da, also beziehungsweise mit den Spielplatten, die sie da aufgebaut haben und so. Das sieht echt schön aus. Und alle Leute, die da waren, waren auch super nett. Community Manager David und so. Auf jeden Fall. Habt ihr eine Stimme abgegeben zum Bemalwettbewerb? Ja. Jawohl. Wen habt ihr genommen? Das Luftschiff. Ich auch. Du ich habe das schon von Anfang an gesehen, dass mir das Babyblau sehr gut gefallen hat. Du durftet aber zwei Stimmen abgeben. Einmal für 40k und einmal für... Ah, das wusste ich gar nicht. Also ich fand auch, das Schiff war am besten. Hat mir am besten gefallen. Ja. Mega cool. Gewinnt auch. Ja, es hatte sehr viele Stimmen. Ja. Aber man merkt, wir sind drei von vier haben die gleiche Meinung. Also es... Oh. Okay. Robert hat noch was umgefahren. Falls die Kamera ein bisschen wackelig ist, das ist wegen einem rasanten Fahrstil vom Robert. Es tut mir wirklich leid, auch wenn ich hier den Kojak mache. Warum guckst du da so? Rasant? Ja, auf der Autobahn 250, 260. Ich konnte kaum halten hier. Was? Wie was? Das stimmt doch gar nicht. Doch. Deswegen wollte ich mich entschuldigen für die Kameraführung. Ach so. Du wolltest dich schön abwälzen. Also, Mann. 95 in der Innenstadt, auch wenn es nicht so aussieht. Ja. Ja. Auf jeden Fall kennt ihr das hier bei Ace Ventura. Ist aber ganz schön holprig hier. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Genau so. Sehr gut, Robert. Vorbildlich. Aber es geht ja auch. Oh. Ja, wir haben Spaß. Ich hoffe, euch hat den kleinen Einblick hier an dem Tag am 1. Juni, Eröffnung Göttingen, Gewehstor, gefallen. Robert, möchtest du was sagen? Ja, ich habe jetzt richtig Bock, was zu essen und auf ein Bierchen. Und dann sehen wir uns bald wieder bei uns. Du musst doch noch fahren. Du bist ja, Marius fährt dann. Ach so, mal. Echt? Ja, ja, mit einem Knie. So, automatisch. Ja, stimmt, der ist ja krank. Naja. Richtig. Läuft. Also, alles klar.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir konnten euch so ein bisschen mitnehmen auf die kleine Tour nach Göttingen. Kleiner Roadtrip. Vielleicht melden wir uns ja doch noch mal zwischendurch, wenn uns noch irgendwas einfällt. Können wir gerne machen. Mal sehen. Alles klar. Ja, cooler Tag. Sonne scheint. Ja, beste Wetter. Beste Tabletop-Wetter, würde ich sagen. Das hatte man auf jeden Fall in dem Laden auch. In diesem Sinne. Kleines Späßchen über Tabletopper muss auch mal sein. Das stimmt. Wir sind ja alle Nerds, ne? Ja. Alles gut. Klar. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.